Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Moonlighter. Wie versprochen sind wir hier im Dungeon, also im Wald Dungeon Stufe 2. Jo, wie wir im letzten Part aufgehört haben. Und hoppala, werden auch gleich hier mit unserem Item sammeln weitermachen. So, das wollte ich sagen. So, hoppala. Ja, also große Tüten. Muss das sein, Mistviech. So, geht ja. So. Wir brauchen Items in Hülle und Fülle. So. So. Ihr zwei. Ihr könnt schon nerven, muss man schon sagen. Also, dass die Truhe da drüben ist, hätte ich noch nie bemerkt. Also, dass es möglich ist. Flucheffekt aufheben. Was haben wir hier zerstört? Bei Rückkehr einen Gegenstand. Das tun wir sicher nicht. So. Das schon mal so. Zack. Passt. Den stellen wir da oben hin und den... Ja, das passt. Ich schaue mal, ob da was drinnen ist. Also unterhalb nichts. Passt. Dann schauen wir uns das hier mal an. Heftig, heftig. Alter, alter, alter. Ich habe uns auch ein paar Tränke gemacht. Ich dachte, das wollte ich noch erwähnen. Jetzt ist er wohl endlich mal hin, Herrschaftszeit. Nein! Ich wollte das mitnehmen. Habe ich das bekommen? Ich glaube nicht. So, ich muss mich mal... Wow! Ganz fix heilen. Falsche Waffe an, weil das nicht mehr Standard ist. Halt, so. Scheiße, ich habe das Erz. Ich glaube, ich habe das Erz nicht bekommen. Nein, schade. Schade. Darf ich schön aufs Maul. Ist ja wohl gerecht. So. Na, raus da. Mann, dass hier ein Weg geht, habe ich gar nicht gesehen zuerst, weil da eine Stamm. Wow. Das ganz schön versperrt hat. Sehr gut. Oh, das ist gut. Zwei geheime Sachen. Das ist sehr gut. Ich muss noch was trinken. Alter, ich werde so abnippeln gleich. Alter, ich werde so abnippeln gleich. Wow. Alter. Nein, ich muss hier weg. Alter, alter, alter. Alter, alter, alter. Meine Güte. Ich will hier raus. Kleiner Fratz, nervst auch. Boah, und du auch, du Mistviech. Weckert's. So. Das war nicht gut. Das war nicht gut und auch nicht schön. Ist da unten was versteckt? Nein. Boah, das war gar nicht gut. Jetzt habe ich ordentlich gefressen. Jetzt habe ich auch Angst zu sterben. Boah, soll ich nochmal ein bisschen Geld opfern? Ich glaube, ne? Puh. Werde schlauer. Wir werden aber... Oh, das wollte ich nicht. Ich glaube, ich habe jetzt das Buch... Habe ich das Buch mitgenommen? Ich glaube, passt schon, oder? Ich bin verwirrt. Nein, ich will da drüber. Ich bin doof. Ich denke zu viel nach. So, aus jetzt mit Denken. So. Hier will ich das Portal aufstellen, weil dann können alle Gegner wieder resetten. Und dann können wir sie nochmal versuchen zu verhauen. Jetzt aber echt grob gefehlt, muss ich schon sagen. Da bin ich mit mir selber sehr unzufrieden. So. 48 Gegner verhauen. Schön. Werden wir bald noch gleich nochmal machen. So. Schwupp. Wie schaut's eigentlich aus? Wir haben jetzt den 4. März, ne? Irgendwie habe ich da keine Einträge. Habe ich wahrscheinlich einen Fehler gemacht beim Annehmen bei den Kunden, oder?
Habe ich unabsichtlich auf Ablehnen gedrückt wahrscheinlich oder so. Ich Vollpfosten. Ja, das passt ja zu mir. Das passt zu mir. So, wir haben für nichts Platz. Schnell ein paar Tränke. Habe ich hier noch Tränke drin? Mal kurz klupschen. Keinen einzigen, ne? Da oben drin ist auch nichts, oder? Nein. Passt. Dann muss ich noch schnell, ganz, ganz schnell, welche braun gehen und dann muss ich mal schauen, dass ich weniger fehle. Das wäre schön. Hallo, ich hätte bitte gern Tränke. Danke. Ja, okay. Einmal können wir noch das große Portal nehmen und dann das normale zum komplett raus aus dem Dungeon. Okay, passt. Das muss genügen. So, wieder rein. Und dann hoffen wir das Beste. Dass wir noch schön Loot abstauben können. Nein? Wie kacke. Alter, ich hab doch geschlagen. Geh ein, du Saufiech. Echt unglaublich. Geht ja. Boah, Glück gehabt. Puh, das war Glück. Diesmal habe ich nicht so grob gefällt. Nur halb. So, dann machen wir zuerst hier rüber. Sehr gut. Sehr gut. So. Alter, du Viech. Dich habe ich nicht gesehen, du Drecksviecher. So, jetzt haben wir dich. Das hatten wir aber schon, ne? Ja. Kisten kann man natürlich nicht nochmal öffnen, das wäre ein bisschen grob. Alter. Aber einen Schlag habe ich schon mal ausrichten können. Alter. Alter. So, jetzt ist aber Ruhe. Herrschaftszeiten. Dann wird sich anbieten rauf, glaube ich. So. Dann könnte ich nochmal mutig sein, hier reingehen. Siehst du, ich wollte mich drehen. Alter. Auf die Mütze. Alter. So. Puh. Geht ja. Na super. Halt. Das wollte ich nicht da unterstützen. Rusch. Nein. Das wollte ich auch nicht. Ich wollte eigentlich nur den. Das. Ach, Quatsch. Ich wollte eigentlich nur den Busch zerstören, aber ja. Dann halt. Ich glaube, machen wir zuerst oben fertig und dann gehen wir runter.
nächster Raum. So. Voll konzentriert gerade, dass ich nicht zu viel Blödsinn mache. Also weniger als sonst. Was haben wir denn da? Die Gänge in diesem Wald vergiften ihre Opfer liebend gern. Wer mit ihrem Gift in Kontakt kommt, den erwartet ein langsamer Tod. Danke. Das ist so motivierend. Okay. Das ist alles so nett. Wollen wir schauen, ob es hier was gibt. So, da unten noch. So, passt. Hoppala. Gut, da ist nix. Wow, heil. Gott sei Dank. Das ist angenehm. So, und nächster Raum. So. So, ich kann einfach keine alte Knolle in Holz- oder Eisenkisten finden. Vermutlich muss ich Goldkisten finden. Die gibt es aber nur in Kammern voller Artefakte. Super. So, das erklärt einiges. Hoppala, was haben wir hier? Flucheffekt des angrenzenden Effektes blockiert. Zerstört bei Rückkehr einen Gegenstand. So, dann machen wir so. Zack, ist das aufgehoben. Super. Dann, was haben wir hier? Flucheffekt angrenzendes Dingsbums. Und so. Passt. Gut, dann hätten wir da oben noch ein Räumchen. Kleiner Giftzwerg. Hä? Kein Platz mehr? Okay. So. Super. Aber ich glaube, in die nächste Ebene traue ich mich nicht unbedingt. Ich glaube, das eine lassen wir liegen, oder? Oder nehmen wir das? Schau. Machen wir das zu dem. Dann können wir das noch mitnehmen. Ich habe noch ein Tränkelein. Einen einzigen Raum könnten wir versuchen. Also ein Raum voller Gegner. Ich hoffe nur, das bringt uns nicht um. Der Raum halt. Also die Gegner. Okay. Wow, 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 wow. Du, ne? Du, Kern. So. Gut, das war ein Schuss in den Ofen. Da war auch nichts. Okay. So, trinken wir mal was. Herbert trinkt das. Okay. Herbert trinkt das. So, ist gut. Puh. Ich glaube, weiter sollte ich mich echt nicht mehr trauen. Ich, komische. Halt. Nein. Ich wollte das eigentlich. Ich werde böse sein. So, weil ich glaube, dass das mehr wert ist. So. Wir könnten natürlich wieder schlau sein. Hierher. Ich werde es probieren. Werde ein weiteres Mal den hier einsetzen. 8000 kostet er schon. Na, der ist zu teuer. Nein, dann hauen wir lieber komplett ab. Ja, hauen wir lieber komplett ab. Und horten das, was wir haben. Ist besser. Müssen wir wieder Handel treiben, ne?
Da haben wir keine andere Wahl. Oh, es passt genau. Es ist gerade Tag. Das passt super. Dann schauen wir mal, was wir denn haben. So. Schön alles lagern. Okay, der Rest kommt hier rein. Wie voll. Voll. Einfach voll. Dann machen wir halt den Rest noch hier rein. So. Und dann fangen wir da mal an. Nein, bei der Truhe. Und nehmen wir mal alles raus, was so vollgesteckt ist. Also hier das Obst können wir mitnehmen, also die Früchte. Sowas können wir mitnehmen. Das lege ich gleich bei mir auf den Slot drauf. Also zum Heilen, ne? Das und das, das lassen wir mal. Das Buch hätte ich noch mitnehmen können, genau. So. Das Buch. Was haben wir hier noch Schönes drin? Das und das, das, das. Das vielleicht. So, dann machen wir das um die Tische voll. Aha, da fehlt nur eins. Da drüben. So. 500, okay, ist zu billig. Probieren wir es mal mit 700. 150, da werden wir 125 versuchen. 1000, weiß ich noch nicht. 111, das müsste passen. Das wissen wir auch noch nicht. Da unten auch noch auf 200 derweil. So. Das müsste, glaube ich, schon so passen. Gut, dann fangen wir mal an, ne? So. Ja, reinspaziert. So, wir haben den 5. März. Hallo, Grüße, Begrüße, Servus, Hallo, Hallo. Ein Dieb, natürlich. Ist eh klar. Können wir uns gleich mal auf die Lauer legen. Am besten, ich schnapp dich gleich, du Kerl. Stiehlt er was? Hab ich. Wir müssen uns beeilen. Halt! Entschuldigung. So. Okay, das Buch ist schon wieder weg. Unglaublich, wie gut sich das verkauft. So, Obst. Das kann man machen. Und den Dünger. Ich glaube, den Dünger habe ich versaut, oder? Holen wir das auch mal auf 500. Jo. Danke für das Buch. Servus. Bam, bam, bam. In Sale. Weiß nicht, ob ich da was reingeben soll. Da müsste man extra den Golem Dungeon, glaube ich, mal rein. Dankeschön. Wahrscheinlich wäre es wichtig, was in die Sale-Kiste zu geben, denke ich mal. Für die Beliebtheit und so weiter. Ne? So, das nächste Buch ist schon wieder weg. Das geht echt schnell. Der Samen hier für 100 ist okay. Da bringen wir es noch mit 100. 25. Ich muss noch ein Buch holen gehen. Schauen wir mal, ob ich noch was im Lager habe. Ja, tatsächlich. Das können wir mitnehmen. Das können wir mitnehmen.
Botaniknotizen, die können wir auch mitnehmen, da haben wir 5 Stück. Hier nochmal. Oh, hallo, bitteschön. 10-mal Stoff-Ranking-Notizen. Ah ja, ich habe immer auf Nein gedrückt, ich Idiot. Es gibt ein Monster namens Stoff-Ranking-Notizen. Das Notiz, welches ich trägt, würde ich mit 10 davon bringen. Freilich. Jetzt müsste es gepasst haben. So, das Büchlein rein. Für 6000. Da unten wieder. Da haben wir recht viel. Sämlinge haben wir da übrig. So. Hier ist der noch immer sauer. So vielleicht. Und hier können wir... Das. Na, die möchte ich gern warten. Die kommen die Stelle oben. Heu hatte ich auch noch nicht. Fangen wir auch an, so mit 600 vielleicht. Und da wird das Buch angeschaut. Die lieben die Bücher. Super. Wir haben glatt 6000er. Okay, das mit dem Obst war viel zu billig. Hätte ich nicht gedacht. Da rennen sie. Ui, der ist immer noch sauer wegen einem Schwammerl. Den Pilz werden wir nie verkaufen. 100? Ist das angenehm? Vielleicht. So. Dann da drüben. Da kommt jetzt... Wo war denn das? Hä? Da. Ich sehe es schon. Hier. Ich würde sagen 5000 Stück. Schauen wir mal, ob es zu übertrieben ist oder ob es passt. $400 ist ein guter Preis. Ich würde sagen 450 als nächstes. 100 kann man nicht sagen, wissen wir noch nicht. 700 wissen wir auch nicht. Genommen. Würde ich sagen, probieren wir das mal aus. Da hat man auch noch keinen Preis. Ich würde sagen, machen wir auch mal so 600er Stück. Okay, das ist ein Spammel, verstehe ich nicht. 100 ist noch immer zu viel. Okay, dann probieren wir es mal mit. 70. Unfassbar. Das ist ein Crap-Ding, glaube ich. Das Schwammerl. Ich dachte, das wäre was Wertvolles. Oh! Schurke, 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 Schurke. Hab dich erwischt. Du Gauner. Der hätte gern Pilz gehabt, hast du gesehen? So ein Schuft. Dann kann ich den Pilz gleich reinschmeißen für Sale. Irgendwer hat sich gefreut gerade. Und über das, 100 ist auch zu teuer. Nehmen wir es auch mit 70. Danke. Da ist jemand sauer. Wegen dem Holz oder was? Wahrscheinlich. Da machen wir 400. Wow, das sind Anfragen, 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 Anfragen. Hallo. Konservierte Wurzel. 4 Tage bleiben übrig. Könntest du mir innerhalb von 3 Tagen 5-mal konservierte Wurzel bringen? Sure. Na, das ist dazu, der Laden. Frechheit. Bitteschön. Danke. Servus.
das hat sich gut verkauft mit 700. Wenn ihr denkt, mehr vielleicht. Probieren wir es mal mit den 1000 das nächste Mal. So, und hier drüben tun wir noch was hin. Können wir den eigentlich... War 400 okay? War okay. Probieren wir es mal mit 450. So, okay. Schön, Bilanz. Ich glaube, da habe ich mich beim ermächtigen Kristall vertan. Der war gar nichts wert. Aber auf jeden Fall 64.805 Goldmünzen haben wir verdient. Gut. Wir gehen wieder unsere Taschen ausleeren. So wie immer. So ein Saustall da drin, ne? Eigentlich. Hätte ich gerne mal so schön was zum Stapeln, ne? Für den Überblick und so weiter. Ich gehe Tränke brauen. Ich glaube, den Bild so da mit der Auslage, den kann ich rausschmeißen. Das bringt sie, glaube ich, gar nichts. wir haben, glaube ich, noch ein Bild zu wenig verdient. Dass ich mir erdreisten könnte, die Waffe zu machen, auch wenn sie echt... Ey, weißt du, sie wäre halt wirklich gut, ne? Die wäre halt echt gut, ne? Aber ich hätte nicht mal genug Geld, um sie zu verzaubern. Aber den Damage, den sie macht, wäre jetzt schon saugeil, ne? Hallo! Und zwar die hier, ne? Machen könnte man sie. 64.000. Dann muss ich halt Abstriche ziehen, was den Dungeon betrifft. Und zwar im Sinne von, ich kann nicht mehr raus und rein boarden, sondern nur mehr raus. Aber die wäre echt geil. Ich bin größenwahnsinnig. Ich bin größenwahnsinnig. Aber da ist nicht mehr so ein Sprung. Schau mal, da ist nicht so viel. Aber die macht die 40 Feuerschaden dann als nächstes, ne? Aber die schaut schön aus. So. Ich bin wahnsinnig. Gut. Auf in den Dungeon. So, wir sind pleite. Es ist natürlich wunderbar. Aber das soll uns dabei nicht stören. Ja. So. So. Verzauberung, wie gesagt, kann ich die Waffe noch nicht. Boah, okay. Das hat sich ausgezahlt. Das ist schon ein bisschen mehr Damage hier. Au. Das ist schon erwischt. Das war es mir wert. Das ist schon ein bisschen mehr Damage. Das spürt man schon, ja. Sie sind jetzt zwar nicht mehr gestunt, leider. Das ist halt der Nachteil, aber dafür vergiftet sie. Und somit kriegt auch dagegen jetzt mehr Damage. Vor- und Nachteil. Boah, dafür ist der One-Shot hin. Nicht schlecht. Okay. Okay. Ja, okay. Es war gut, die Waffe zu machen. Oh, ich habe nicht erwischt. Scheiße. Alter, du Kerl. Unfassbar. Das ist halt schon anders. Ja, muss man sagen. Das ist halt richtig anders. Ah! Voll cool. Was droppt? Achso, Notizblätter. Stimmt. Die brauchen wir ja. 10 Stück. 4 haben wir schon. Super. Halt. Das Buch schaut verdächtig aus. Muster. Ganz richtig. Dieser Dungeon scheint ihnen zu folgen. Bestimmten Mustern. Achso, okay. Das Buch hat jetzt so besonders ausgeschaut. Da ist noch was für uns. Bam, halt die Stück fest. Bam, bam, bam.
heilen du uns später. So, ist fein. So. Ah, ist verpackt. Okay, wir müssen abhauen. Wir müssen leider abhauen. Es ist seit langem wieder eine Truhe, die verpackt ist. Aber das passt eh nicht so schlecht. Es ist dann eh schon Partschluss. Also, ja. Kann man so lassen. Dann gerne mal die Taschen ausleeren. Ich glaube, den Trank habe ich noch nicht angegänzt. Nein, das passt. So, dann leeren wir das alles aus. Schade. Auch. Na. So. Wie viel Zeit haben wir eigentlich? Konzipiert die Wurzel. Okay. Noch ein bisschen Zeit hätten wir. Na gut, ihr Lieben. Das war's dann wieder für heute. Tut mir sehr leid. Dass es so ein kurzer Dungeon-Aufenthalt war. Naja. Aber dafür schauen wir, wie weit wir jetzt kommen. Ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.